Bro, das war fucking strong, Mann. Okay, wir brauchen für jeden eine Banane. Wir leben noch ein Smoothie. Und hier, der ist hier für Dave. Proteinbar Deluxe, Digga. Oder for real, hatte schon niemals ein Mensch auf dem Planeten eine Payback-Karte, Alter. What the fuck? Okay, Freunde, es geht heute auf zu einem sportlichen Wettbewerb und wir müssen natürlich gut vorbereitet sein. Deswegen waren wir... Perfekt. Scheiße, so krank gefickt gleich. Und danach gehen wir laufen. Seid ihr vorbereitet? Nö. Hey, was geht? Nö. Aber wofür überhaupt vorbereitet? Und zwar findet einmal pro Jahr der Wings for Life Run statt, wo auf der ganzen Welt Menschen gleichzeitig losrennen und von einem Auto verfolgt werden. Und wenn die eingeholt werden, sind die raus oder tot. Und als kleine Einstimmung haben wir unseren eigenen Charity Run gemacht. Und zwar ein 3 vs. 3 vs. 3 10 Minuten Lauf. Je mehr Runden wir laufen, desto mehr Geld gibt es für Charity. Und ich nehme das Ganze hier schon wieder unter der Decke auf. Wie geil wäre das? Du läufst einfach los, nach 20 Metern fängst du an zu gehen und machst dir eine Kippe an und hörst einfach auf zu laufen. Das ist eine Hammer-Idee, Bro. Zum Glück bist du nicht in meinem Team, Digga. Aber wer ist denn überhaupt in meinem Team? Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, heute mein Name. Seid ihr bereit, dass wir die jetzt richtig natzen? Ja. Okay, wer ist der Sportlichste von uns? Guck mal, Dave hat eine krasse Sportlichkeit, ist sein Leben lang geturnt. Du hast ewig lang getanzt. Ich hab nichts gemacht. Minecraft Let's Play seit 14 Jahren. Hier, ich hab Proteinriegel. Oh. Hier, Banane, Digga. Hast du eine Banane? Gib mir keine. Ich hab Bananen. Hier ist eine Banane, Digga. Hier, ich hab eine Smoothie. Prost. Wie viel schafft man in 10 Minuten? Also wenn du mega, mega gut bist, dann 2,7 Kilometer. Nervosität am Start, oder? Ey, ich bin tatsächlich ein bisschen nervös. Also nicht nervös, aber ich hab halt richtig Bock. Oh, ich will wirklich richtig durchziehen. Ja, hier, ne? Ja? Ja, ja, ja. Okay, okay. Achtung, ihr könntet jetzt extrem geil werden. Hey, Nova, kannst du kurz weggucken? Boah, Nova, du sollst nicht zu geil werden. Boah, Alter, boah. Das ist Stahl. Ey, ihr habt keine Chance, Digga. Alter, ich bin sowas von geil. Ey, was braucht ihr für eine Größe? XL! Ich brauche XL. Boah, ich sehe es so kommen, dass du meine Boxershorts so eklig in die, an den Nebensack gehst. Kennt ihr das, wenn euer Sack so aus der Boxershorts so rauskommt? Ja, ja, ja. So ein Sideballer. Boah, das wäre wirklich cool. Ladies and Gentlemen, hier ist Maximilian Krankrafter mit dem Sportler-Rap. Yo, check das aus. Ich bin im Südstadion. Ey. Der Typ, der mich gerade filmt, ist ein Hurensohn. Geht jetzt los? Achso. Ich glaube, jetzt geht's los, Freunde. Wir fahren rein! Oh Gott. Ihr seid unfassbar cringe, Jungs. 3, 2, 1, let's go! Und während das erste Team gelaufen ist, war, naja, unser Team noch nicht ganz so konzentriert. Super! Krass. Doch als dann das zweite Team gelaufen ist, wurde es auf einmal bei uns viel, viel ernster. Ey Jungs, Re-Rap, wir sollten uns so ein bisschen so anfeuern und shit. Das macht keiner bisher. Ja, ja. Ich glaube, wenn wir das gut machen, dann können wir das hier holen. Ich glaube, Re-Rap, wir können das gewinnen. Wir müssen ready sein mit Wasser an Start und Ziel. Und wir müssen perfekt die 10 Minuten ausnutzen, um beieinander perfekt zu übernehmen. Mo, du hörst nicht so unterm Schnacken, Bro. Ich bin euer Trainer. Okay. Mach mir nach. Und nach sämtlichen Dehnübungen und was auch immer genau das hier von Dave war. Oh Gott. Boah! War unser Team dran. Seid ihr ready? Wir sind unfassbar ready. Gibt's hier noch ein Before-Run-Quote? Never stop believing, everything can happen. Run it every time with 100% heart. Rennen ist mein Leben und niemand kann mich aufhalten. Du bist ready? Dann werde ich dich einzählen. Okay. Du darfst. Komm an, Dave! Komm! 3, 2, 1, let's go! Bei wie viel Zeit sind wir gerade? 30 Sekunden, okay. Nein, das ist hey Bro, ein bisschen langsamer! Ein bisschen langsamer! Na ja, gut, ich hätte glaube ich irgendwie so Fußballtrainer werden sollen, oder? Komm! 3, 2, 1! Let's go! Geil! Bruder, ich weiß, du willst gar nicht reden. Du hast es geil gemacht. Gute Arbeit, Digga. Wie sieht's aus mit den Gelenken? Alles bestens, alles wie gehabt. Sehr gut, Marc. Runners High kommt langsam. Ich nehme das viel zu ernst. Wirklich, es fühlt sich wirklich an, als würde es hier um alles gehen. Hier. Scheiße, jetzt bin ich richtig. Es geht um fucking alles, Junge! Boah, diese 10 Minuten wären die längsten 10 Minuten meines Lebens jetzt. 6! Endmatt nochmal, Max! Jetzt! Komm!
So, Brudi, ab dem Ziel gibst du Vollgas, ja? Komm! 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 Marty! Geht ja! Komm! Komm! Push! Push! Gib Gas! Ja, gib Gas, Digga! 30 Sekunden! Du bist eine Maschine! Ich kann nicht mehr, Jungs! Dann lauf! Lauf, wenig! Lauf! Einfach gehen! 10 Sekunden! Komm, 3 Sekunden und setz dich! Bro, das war fucking strong, Mann! Passt auf, dass ihr meinen Sack nicht liegt! Hey, die Jungs haben mich so mental gepusht am Ende! Big Shoutout an mein Team, Digga! Shoutout an mein Team. Und das erste platzierte Team ist Team Papa Platte. Ja! Let's go! Und wenn ich dann fertig bin, dann gebe ich dir wieder die Uhr, damit du dann Kevin sagen kannst. Sollen wir ein bisschen moven? Ich habe gleich gefartet gerade. Ja.